So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Punch Club, wo wir dann jetzt erst einmal anscheinend mal wieder ein bisschen was, naja, verdienen müssen, bevor wir dann... Obwohl, wartet mal, wie sieht denn jetzt der Sack hier aus? Habe ich jetzt der Sack hier eine Anmeldung? Na, und wir könnten der Sack kämpfen, aber... Zuallererst einmal will ich Isaac auf jeden Fall jetzt erstmal noch wieder was zu essen einkaufen. Dann sowieso wollen wir jetzt Isaac auch mal sehen. Obwohl, ne. Wir machen das Isaac anders. Wir schnorren uns erstmal wieder ein bisschen durch bei Roy. Dann werden wir Isaac wieder ein bisschen, ja, Geld verdienen. Hm, das wäre jetzt erstmal wieder ein gutes Vorhaben. Erstmal wieder Geld verdienen. Um uns dann Isaac am Ende sowieso auch die Hantelbank zu besorgen. Ja, das wäre Isaac jetzt auf dem besten Willen wirklich das, was wir jetzt machen müssten. Wir müssen die Hantelbank kaufen. Denn nur mit der Hilfe der Hantelbank sind wir dann am Ende auch in der Lage, endlich ein bisschen besser voranzukommen. Des Weiteren habe ich dann sowieso Isaac auch noch vor... Naja, meine Skills ein bisschen anders jetzt zu verlagern. Wir werden Isaac jetzt doch nicht mehr so recht den Weg des Bären komplett gehen. Ne, das machen wir jetzt Isaac beim besten Willen Isaac nicht. Wir werden Isaac nicht komplett den Pfad des Bären nehmen, sondern... Okay. Ah, oh, Simon, Bill Spark will's jetzt wissen. Aber wir werden, er sagt, nicht komplett den Pfad des Bären, er sagt, gehen. Sondern wir werden, er sagt, auch noch versuchen, den Pfad des Tigers in Angriff zu nehmen. Denn so haben wir dann theoretisch, er sagt, auch noch ein paar mehr Möglichkeiten bei den Kämpfen. Ein paar bessere Techniken und so weiter und so fort. Und theoretisch müssten wir, sag noch, eine dritte Turnierart hier bei den Street Fights ja eigentlich auch noch freischalten können. Glaube ich jedenfalls. Denn wir haben ja bisher die Ultimate Fights, dann sagst du sowieso die Anfängerliga. Was dann später sich ja sowieso noch weiterentwickeln wird. Naja, und generell sind wir jetzt, sag ja auch schon mal... ansatzweise stark, aber leider ist er noch nicht so stark genug, damit wir es auch bei der Anfängerliga jetzt endlich mal den ersten Platz erringen können. Tja, bedauerlicherweise haben wir jetzt hier bei Isaac auch nicht die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen. Wir haben zwar jetzt die Möglichkeit... Okay, jetzt wird es wieder sehr kritisch. Aber wenn wir uns sehr weiter hier durchschnorren, dürfte alles natürlich sehr tipptopp, tippitopp funktionieren. Locker flockig werden wir dadurch die 250 Dollar zusammenkriegen. Und wenn wir dann erstmal in der Lage sind, nun wirklich, er sagt, zu Hause uns vollständig vorzubereiten, beziehungsweise vollständig kostenlos zu Hause trainieren zu können, dann dürften wir auf jeden Fall die Anfängerliga und natürlich, er sagt, auch die Ultimate Fights eigentlich in einem Rutsch durcharbeiten können. Wir werden zwar, er sagt, hierdurch, er sagt, bestimmt später, er sagt, neue Leber brauchen. Bei den ganzen Bierchen, die wir jetzt hier trinken mit Roy. Aber das müsste dann immerhin funktionieren, was ich hier vorhabe. Wir verlieren jetzt hier beim besten Willen auch weiterhin recht viele Fähigkeitspunkte. Aber nur so können wir es am Ende irgendwie schaffen.
Denn ansonsten komme ich ja aktuell ja sowieso, er sagt, nicht sehr viel an Geld heran. Hier im Spiel. Und ansonsten, wenn wir, sag, jetzt sowieso die Fähigkeitspunkte noch ein bisschen anders hier verteilen. So, dass wir, sag, Moment. Okay. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall die schnelle Reaktion. Dann sagst du so, Reisesser hier. Mehr Geschick, hoher Rückhandschlag, fall nicht hin, bräuchten wir dann sowieso auch noch. Aber jetzt erstmal der hohe Tritt. Außerdem können wir dann, sag ja, sowieso auch noch die weiteren Heldenkrokodile ja besiegen. Und dadurch dann ja sowieso. Alles richtig gut schaffen. Es nimmt zwar jetzt beim besten Willen, er sagt, wirklich ziemlich viel Zeit in Anspruch, dass er sagt, jetzt so zu machen, wie ich es jetzt hier mache. Aber ich habe jetzt leider, er sagt, auch beim besten Willen keine andere Möglichkeit hierfür. Wenn wir auf jeden Fall hier irgendwie auch noch Geld anlegen könnten oder eine Anzahlung machen könnten, wäre das Ganze natürlich, er sagt jetzt auch neu, er sagt viel vorteilhafter. Aber bedauerlicherweise läuft es, er sagt ja so nicht. Nun ja, ansonsten kann man, er sagt, dazu auch bloß sagen, Eile mit Weile. Tja, Eile mit Weile. Ist zwar beim besten Willen, er sagt, nicht gerade sehr gut, wie wir das Ganze hier machen. Aber uns bleibt, er sagt, hier beim besten Willen, er sagt, keine andere Möglichkeit. Eine Vorspultaste gibt es ja leider jetzt hier auch nicht. Das wäre natürlich jetzt auch, er sagt, noch ziemlich gut, wenn es eine Vorspultaste gäbe. Tja, aber so müssen wir das Ganze jetzt erstmal hinnehmen. Wir müssen das Ganze jetzt erstmal so hinnehmen, wie das Ganze hier ist, bevor wir wieder was anderes machen können. Vielleicht hatten wir aber sowieso auch schon irgendeinen Punkt auch wirklich erst unsere Fähigkeiten falsch eingesetzt, falsch geskillt oder irgendwas nicht gerade sehr richtig gemacht. Dass wir bis jetzt, der Sack, leider nicht gerade so gut vorankommen. Aber wie dem auch sei, auch wenn wir, sag, gleich auch mal wieder gegen ein paar Straßenräuber kämpfen müssen, so ist es auf jeden Fall eine Sache ja natürlich klar. Mit diesen Werten kann ich die, sag, auch noch besiegen. Mit dem Geld. Okay, komm doch und hol's dir. Du verteidigst dein Geld.
Okay, ist er jetzt nicht gerade... Oh, er ist verdammt. Louis ist er sogar um einiges stärker als wir. Das ist jetzt nicht gut, aber vielleicht sind unsere Fähigkeiten ausreichend. Das sieht er sagt jetzt nicht gut aus. Hoffentlich verlieren wir sagt jetzt nicht all unser Geld. Die Hälfte des Geldes. Oh, das ist jetzt aber auch bescheuert. Das ist doch jetzt auch bescheuert. Dann müssen wir das Ganze doch ein bisschen anders machen. Dann müssen wir das ganze Prozedere, sag doch irgendwie ein bisschen anders hinkriegen. Dann müssen wir das Ganze doch irgendwie anders machen. Dann müssen wir das Ganze doch irgendwie anders hinkriegen, auch wenn ich nicht so genau weiß, ob das jetzt funktionieren würde. Aber mir bleibt da also keine andere Wahl. Mir bleibt hierbei irgendwie keine andere Wahl. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht gerade sehr passend. Das ist jetzt eigentlich wirklich nicht gerade sehr passend. Wir hatten eigentlich schon eine richtig gute Strategie gehabt. Aber dadurch, dass jetzt ein Dieb auftauchte, der bessere Werte hat als wir, ging das Ganze jetzt nach hinten los. Aber wie lange würde es jetzt eigentlich sowieso auch dauern, bis die Werte jetzt gut angepasst sind?
Das funktioniert jetzt leider wirklich, er sagt, nicht so recht, wie ich es haben will. Vielleicht aber muss ich das Ganze aber auch ein bisschen anders jetzt angehen. Als was sie es ursprünglich vorhatte. Tja, wir brauchen ja immerhin irgendwie eine bessere Strategie. Wir brauchen ja wirklich irgendwie eine bessere Strategie. Also versuche ich es erstmal so. Versuchen wir erstmal unsere Werte mal wieder zu boosten. Versuchen wir erstmal irgendwie die Werte wieder zu boosten, sodass wir erstmal ansatzweise wieder kampfbereit sind. Wir haben ja auch erstmal jetzt ansatzweise genügend Essen im Kühlschrank. Also müssten wir theoretisch auch so erst einmal irgendwie wieder auf die Beine kommen. Auch wenn das Ganze in der Tat jetzt erstmal nicht gerade sehr gut aussieht. Aber gut, vielleicht könnte das der Sack ausschlaggebend jetzt sein. Wir haben zwar nicht die Hantelbank. Aber vielleicht reicht das der Sack jetzt auch schon. Na gut, die Werte sind auf jeden Fall erstmal wieder in einem guten Bereich. Naja, wie man es nimmt. Ich hätte jetzt gesagt, doch erstmal das Ganze irgendwie anders machen sollen. Die Angriffskraft unseres Gegners ist wieder viel besser als unsere.
haut leider überhaupt nicht hin. Tja, bedauerlicherweise haut das Elsa-Kleid überhaupt noch nicht hin. Das haut einfach jetzt aktuell nicht hin. Das haut einfach jetzt aktuell überhaupt nicht hin, obwohl ich eigentlich dachte, das würde jetzt klappen. Bedauerlicherweise war das jetzt eine Fehleinschätzung. Tja, bedauerlicherweise war das jetzt, wie gesagt, wieder eine Fehleinschätzung. Anscheinend muss ich wirklich erstmal versuchen, irgendwie meine Werte auf 5 oder über 5 zu kriegen. Und das zieht sich jetzt, wie gesagt, leider auch ein bisschen in die Länge. Auch einer dieser Augenblicke, wo man eigentlich denkt, dass wir jetzt wirklich einen Fehler begangen haben, das Ganze auf den schwierigsten, also auf den Hardcore-Modus zu stellen. Das ist einfach zu schwierig. Warte, ich will erst mal was anderes ausprobieren. Wie geht's, Don? Ich will einen großen Kampf teilnehmen. Wie geht's, Don? Wie geht's, Don? Ich bin ein vielbeschäftiger Mann, meine Junge. Störe mich nicht grundlos. Okay, das bringt der Sack nix. Verdammt nochmal, das hat der Sack jetzt, der Sack, beim besten Willen nichts gebracht. Bedauerlicherweise hat das jetzt, der Sack, so gut wie gar nichts gebracht. Das Problem liegt, der Sack, jetzt wirklich in der Stärke. Tja, das Gesamtproblem liegt, der Sack, jetzt wirklich hier bei der Stärke.
Und dass wir natürlich auch erstmal unseren Kühlschrank füllen müssen. Das ist jetzt wirklich erstmal das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Das ist jetzt wirklich erstmal das Hauptproblem hier. Ein Problem, was ich jetzt erstmal nicht so schnell lösen kann. Aber da müssen wir doch jetzt auch irgendwas noch machen können. Tja, wie schon gesagt, das blöde Problem jetzt hier bei der ganzen Sache ist natürlich, dass wir nicht sehr gut vorankommen mit dem Training. Das ist ja jetzt leider auch das große Problem. Wir kommen mit dem Training nicht richtig voran. Tja, das ist das einzige Problem jetzt hier. Wir kommen mit dem Training nicht richtig voran und daraufhin kommen wir sowieso auch nicht voran. Mit unseren Kämpfen. Tja, das ist jetzt erstmal hier wirklich das Hauptproblem. Tja, das ist jetzt wirklich erstmal unser Hauptproblem hier. Tja, das ist jetzt erstmal das große Problem. Das ist jetzt erstmal hier das große Problem. Wir kommen nicht recht vom Fleck. Hätten wir, sag jetzt schon, die Hantelbank, würden wir auf jeden Fall besser vorankommen. Das wäre auf jeden Fall klar. Aber
So geht es nicht. So geht es einfach nicht. Wir können zwar jetzt versuchen, so mit diesen Werten den nächsten Kampf zu bestreiten. Hat der Sack jetzt recht wenig Sinn. Tja, das hat jetzt der Sack wirklich recht wenig Sinn. Tja, so kommen wir nicht voran. Allerdings, wie sehen jetzt die Werte aus? HP 146, aktive Talente 4, Genauigkeit 0,9, Energieregeneration 12,5, Abwehr 6,5. Das ist immer noch zu wenig. Das ist immer noch zu wenig, aber wir müssen jetzt den Kampf wagen. Ausgerechnet gegen Salvador Punches. Es hat keinen Sinn. Wir müssen ja sogar auf Glück hoffen. Aber es bringt wieder nichts. Ja, das bringt einfach nichts, der ist zu schnell. Ob wir eigentlich beim Mick noch irgendwas zu essen kriegen könnten? Das ist alles blöd. Gegen Salvador Punches hatten wir doch erst schon ein paar Mal, glaube ich, gekämpft, aber nicht gerade so häufig gewonnen. Naja, wir kommen erst beim besten Willen nicht voran.